Moin Leute, was geht? Splayfer am Start und willkommen zum neuen RoboCraft. Heute sprechen wir über die beste Waffe im Spiel. Ach ja, und checkt bei Gelegenheit gerne meinen Discord-Server ab. Der Link ist in der Beschreibung. Aber jetzt haben wir lang genug gelabert und ich würde sagen, let's go. Ich werde euch jetzt also noch kurz den Ablauf des Videos erklären. Als erstes werde ich mit euch alle Waffen, die es im Spiel gibt, durchsprechen, plus ihren Eigenschaften, Vor- und Nachteilen. Danach werde ich mich im Internet über die genauen Waffenkombinationen in RoboCraft schlau machen und so dann selber versuchen, die beste Waffenkombination am Ende des Videos aufzubauen. Ich werde mir von diesen besten Waffenkombinationen drei Varianten aussuchen und diese dann in der Schlacht kämpfen lassen. Und der Beste ist dann der Gewinner. Die Waffen in RoboCraft befinden sich im rechten oberen Teil des Technologienbaums. Dort können sie gelevelt werden und je nachdem, je höher man sie gelevelt hat, umso mehr Technologienpunkte brauchen sie. Beginnen wir als erstes mit dem Laser. Der Laser kann von K0 bis K5 gelevelt werden und seine Werte steigern sich dabei immer weiter. Mit einer mittleren Reichweite und einer durchschnittlichen Schadens- und Feuerrate ist er das Grundgerüst der Waffe. Die zweite Variante des Lasers ist der Frontlaser. Der Frontlaser ist eine abgewandelte Version des Lasers. Er hat exakt dieselben Werte wie der normale Laser, nur dass er dünner ist und damit auch besser, wie der Name schon sagt, am vorderen Teil, also an der Front des Roboters, befestigt werden kann. Machen wir weiter mit dem Plasma. Der Plasma macht deutlich mehr Schaden als der Laser. Er braucht aber eine viel längere Zeit, um abzukühlen. Bedeutet, habt ihr alle Schüsse verbraucht, müsst ihr eine längere Zeit warten, um sie wieder nachzuladen. Außerdem kann man mit dem Plasma auch nicht so gut zielen. Die zweite Waffe ist die Railgun. Sie ist so etwas wie die Sniper in Fortnite und ist eine Fernkampfwaffe. Man hat mit ihr die höchste Reichweite und macht auch, wenn man gezielt schießt, sehr viel Schaden. Fortzusetzen das Ganze mit dem Tesla. Der Tesla ist ein Laser, den man am Roboter anbringen kann und wenn man damit andere Roboter rammt, macht man sehr viel Schaden. Die Nahkanone ist die Heilkanone in RoboCraft. Mit ihr kann man andere Gegner, aber nicht sich selbst heilen. Und der Sucher kann aufgeladen werden bis K5. Ist eine Verfolgungsrakete. Fixiert sie einmal den Gegner, so trifft sie ihn zu 100%. Die Arioflag, oder wie man das auch immer ausspricht, macht am Anfang sehr wenig Schaden, doch gerät der Gegner in eine Kombo und wird mehrere Male hintereinander getroffen, so steigert sich der Schaden immer weiter. Die Ionkanone ist so etwas wie die Pumpgun. Sie ist die Nahkampfwaffe. Auf die Entfernung ist sie nicht sehr präzise, macht auch keinen Schaden, doch im Nahkampf ist sie sehr effektiv und kann Gegner sehr nerven. Die Kettenkanone hat eine sehr hohe Feuerrate, aber nur sehr wenig Schaden. Sie hat aber eine mittlere Präzision und ist für sehr lange Kämpfe sehr ratsam. Der Mörser wiederum hat eine enorme Reichweite und kann bis ans andere Ende der Karte Gegner bebomben. Ich habe mich also im Internet in ein paar großen RoboCraft-Foren umgesehen und bin schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es keine wirklich stärkste Waffe im Spiel gibt, da alle in irgendwelchen Bereichen irgendwie gleich sind. Aber man kann Waffen so kombinieren, dass sie an höchstmöglichen Werten grenzen. Und diese drei Werte schauen wir uns jetzt an. Ich zeige euch jetzt mal die zwei Roboter, die ich gebaut habe. Den dritten hat mein Freund Alex gebaut. Den Roboter werde ich euch am Ende des Videos zeigen. Ich habe hier zwei Roboter, sie sind vom Aufbau exakt dieselben, nur sie haben unterschiedliche Waffen. Auch die Schildreflektoren vorne sind exakt dieselben, wie ihr nur sehr schwer erkennen könnt. Denn ich habe nur Wert auf die Waffen gelegt, denn die Waffenkombination ist jetzt eigentlich entscheidende. Der erste Roboter auf der Liste besitzt einmal die Railgun, also die Sniper, und die Nanokanone, also die Hallkanone. Das ist jeweils K2 und K3, also schon relativ hoch gelevelt. Der zweite Roboter besitzt die K3 Laser und die K3 Plasma. Sind also die K2 Plasma. Sind also ziemlich durchschnittlich, aber haben halt dann doch im Großen und Ganzen eine sehr hohe Feuerrate. Die Roboter haben auch ungefähr den gleichen CPU-Speicherplatz, also sind gleich groß. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit der Plasma-Laser-Kombination. K2
Und zwar, wenn der Kampfarena, also nicht der beste Modus, noch nicht die beste Voraussetzung für den Roboter. Aber wir ignorieren es einfach mal. Ah, schaut euch mal den Plasma an. Habt ihr auch nicht viel? Ah. Ich habe jetzt gut Plus gemacht. Er hat eine kleine Roboter. The point for this from the base. Und die haben mich ziemlich sauber gemacht. Also, der Roboter, ich bin hier auf Platz 2. Ich habe jetzt 0 Tote und 2 Kills. Ja, okay, Kills technisch, glaube ich, bin ich jetzt nicht so gut, aber ich hab wenig Schaden bekommen in den Schilden auch und musste nicht geheilt werden. Soweit, das ist schon gut mit dem Punktpapier. Also, sehr stabile Runde. Ja, bin auch hier drin. In der Top-Liste. Auch wenn mein Roadhead ziemlich der beste ist, aber allgemein war das jetzt schon eine gute Runde. Also ich würde schon sagen, dass der Roboter eine Runde weiter ist. Kommen wir also jetzt zu Roboter Nummer 2. Und zwar ist das der Sniper Heil-Roboter. Gehen direkt in der Runde. Ah, jetzt wird es aber hier schwer, weil die Gegner springen sich ganz gut ab. Und ich gehe zum vorderen Punkt. Andererseits habe ich jetzt nicht so obviously Lage. Ah, die Waffe habe ich getroffen. Ah, die haben wir auch. Man muss halt so defensiv spielen. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Ah, kann nur einen. Das ist dumm, als ein Roboter. Aber er hat bloß eine Kanone. Er trifft einfach nichts. Na trotzdem. Ich muss zu dem Punkt jetzt. Nein, Sniper. Komm schon. So, den haben wir. Sehr schön. Aber ich habe bloß nur noch ein Bein. Shield is down. Capture a point. Nein, she's a... Ach, she's a... Capture the middle point. Your protection shield is now active. You have captured the point nearest to your base. Yeah. Und das... So. Dann muss ich noch heilen hier an der Stelle. So. Ja, heilen. Gegner heilen ist schon gut, aber man kann sich selber nicht halten. Der ist dafür. Den muss ich irgendwie noch von der anderen Seite holen. Aber ich habe nie gedacht, dass die Kombination so gut ist. Attack.
bekommen, aber man ist schon stark. Ich habe jetzt das Gewaschen. Das war schon. Ah, die schaffen das mit dem Kristall. Nein! Wir haben den Kill. Ja, okay, jetzt sind wir auf unserem Energielevel. Ah, aber der Sniper ist schon stark. From your base is under attack. Kommt einer? Ja. The port nearest to your base is under attack. The enemy has captured the port furthest from your base. Vorderer Punkt. Ja, okay, da bin ich jetzt relativ schnell gestorben. Aber egal, das war zu gute Runde. Das war zu gute Runde. You have captured the middle point. Your fleet is now active. Oh, das ist jetzt unsere Chance. 40 Sekunden der Kristall vom Gegner. 40 Sekunden, das... Da können wir so viel einholen. The middle point is under attack. So gut, der müsste jetzt nicht mehr in die Besatz. Wow. Also Sniper ist schon stark. Da kann man sagen, was man will. Das war so knapp. The enemy's annihilator is fully charged. Prepare for impact in 3, 2, 1. Nein! Alles war so knapp. Ja, okay, von den Kills her war ich der Beste. Also es lohnt sich schon. Ich sag jetzt mal, ich habe 4 Kills. Ihr wollt jetzt sicherlich wissen, wie es Alex gegangen ist. Und sein Roboter war nicht ganz so stark. Ich blende ihn euch im Hintergrund einfach mal ein. Alex und Roboter war ein reiner Nahkampfroboter. Er hatte vorne halt den Laser, also den Tesla. Und auch noch ein paar Ionenkanonen. Also das sind Pumpguns im Spiel. Er hat den Roboter dann auch noch so schwarz-rot gefärbt. Aber das war dann auch schon alles. Und so gut, was ein Roboter so viel schmeißt, dann auch nicht.
Er hat mir nach seiner ersten Runde mit dem neuen Roboter auf jeden Fall gesagt, dass er nie wieder spielen wird, weil er einfach praktisch gesehen nicht einsetzbar war. Er hatte zwar viel Leben, aber er war ein Schweber und wenn er ein bisschen Schaden bekommen hat, war er auch schon down. Also war er auch nicht so kompatibel. Jetzt wollt ihr aber sicherlich wissen, wer denn jetzt wirklich der bessere Roboter ist. Und ich kann euch verkünden, Trommelwirbel bitte, es ist die Laser-Plasma-Kombination. Sie war mit Abstand die beste und auch im Kampf konnte sie am besten punkten. Sie machte nicht zu viel Schaden und konnte auch schnell genug wieder abgekühlt werden. Das war's mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und das war's für heute.